Hey Leute, wie geht's? Das ist meine neue Lieblingskamera und zwar die Insta360 X3. Die ist der Nachfolger der One X2 und was man mit solchen Kameras für spektakuläre Aufnahmen machen kann, zeige ich euch in diesem Video. Los geht's! Hier hatte ich die Kamera zum Beispiel an einem Selfie-Stick befestigt und als Kamerakran eingesetzt. Ich habe also die Kamera hochgehalten, bin ein paar Schritte vorwärts gelaufen und habe die Kamera am Selfie-Stick nach vorne durch den Baum hindurch und nach unten bewegt. Dadurch sieht die Aufnahme aus, als hätte man eine Drohne oder einen Kamerakran eingesetzt. Und da ja die Kamera in 360 Grad aufnimmt, muss man während der Aufnahme nicht mal die Kamera mitschwenken. Man braucht nur die Kamera am Selfie-Stick durch den Baum nach unten bewegen und kann dann ganz einfach hinterher die Perspektive und den Blickwinkel nach seinen Wünschen ändern. Hier hatte ich die Kamera mit Selfie-Stick an meiner Mavic 2 Drohne befestigt. Der Selfie-Stick wird von der Kamera ganz automatisch entfernt und man kann wieder in jede gewünschte Richtung schwenken. Wie einfach das Ganze funktioniert, zeige ich gleich, aber es gibt noch viele weitere spektakuläre Aufnahmen, die man mit dieser Kamera super einfach machen kann. Hier hatte ich sie zum Beispiel in meinem Vogelhäuschen. So sehen die Aufnahmen am Auto aus. Solche Aufnahmen kann man damit am Fahrrad machen. Und es gibt viele weitere schon vorgefertigte Effekte, wie zum Beispiel so ein Matrix-Effekt, wo die Kamera scheinbar um einen herumkreist. Oder solche Kloneffekte, wo man mehrfach im Video zu sehen ist. Das waren also alles Aufnahmen, die ich mit den Vorgängermodellen gemacht hatte. Und hier ist sie nun, die neue Insta360 X3. Was als erstes auffällt, ist sicherlich das große Touch-Display. Dadurch kann man jetzt auch bei Sonne alles gut erkennen und auch die Bedienung funktioniert jetzt noch viel einfacher. Ich gehe mal alle Knöpfe und Funktionen kurz durch. Auf der linken Seite haben wir ganz oben ein Mikrofon. Darunter befindet sich unter der Klappe ein USB-C-Anschluss, um den Akku zu laden oder um zum Beispiel ein externes Mikrofon anzuschließen. Außerdem können wir hier einen sogenannten Quick-Reader anschließen, einfach die Klappe abziehen, das Schnelllesegerät einstöpseln. Wenn wir jetzt eine Aufnahme machen, wird sie direkt auf der Speicherkarte in diesem Lesegerät aufgenommen. Dann ziehen wir das wieder ab und stecken es ins Handy. Und jetzt können wir die Fotos und Videos entweder aufs Handy kopieren oder direkt auf dem Quick-Reader bearbeiten. Ich filme allerdings lieber ohne diesen Reader direkt auf die Speicherkarte in der Kamera und stecke die dann mit dem Lesegerät ins Handy. Das ist für mich praktischer. Man kann die Aufnahmen aber auch direkt von der Kamera über WLAN aufs Handy kopieren. Am schnellsten geht's aber mit diesem Quick-Reader. Die Kamera und das Zubehör verlinke ich euch wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Hier unter der großen Klappe befindet sich der Akku und ein Speicherkartenslot. Auf der rechten Seite haben wir oben ein weiteres Mikrofon und darunter einen Lautsprecher. Der sieht aus, als könnte man die Klappe öffnen, was man aber auf keinen Fall tun sollte. Darunter ist der Ein-Ausschalter. Der hat mehrere Funktionen. Wenn wir den einmal kurz drücken, schaltet sich die Kamera ein. Wenn wir den im eingeschalteten Zustand kurz drücken, geht die Kamera auf Standby. Und wenn wir den Knopf gedrückt halten, schaltet sich die Kamera aus. Wir können im Menü auch Quick Capture aktivieren, damit die Kamera durch einmaliges Drücken eingeschaltet wird und direkt mit der Aufnahme beginnt. Darunter ist ein Quick Menü Knopf. Das ist also ein Schnellzugriffsmenü, mit dem wir verschiedene Einstellungsparameter für bestimmte Einsätze abspeichern können und die wir dann für unsere Lieblingsaktivitäten immer direkt griffbereit haben. Auf der Rückseite befindet sich oben eine Kameralinse, darunter ein Mikrofon, eine Status-LED und ein weiteres Mikrofon. Unten können wir die Kamera auf einem Stativ oder am Selfie-Stick anbringen und auf der Vorderseite haben wir hier oben die zweite Kameralinse, das große Touch-Display, den Aufnahmeknopf, ein weiteres Mikrofon, eine Status-LED und einen Knopf, mit dem wir zwischen normaler Aufnahme, Selfie-Aufnahme und 360-Grad-Aufnahme wechseln können. Jetzt kommen wir zum Display. Oben links wird uns die noch vorhandene Aufnahmekapazität angezeigt, oben rechts wie voll der Akku ist. Und hier unten haben wir Schnellzugriff auf die wichtigsten Einstellungen. Unten links können wir zwischen 360-Grad-Aufnahmen und Einzelobjektivaufnahmen wechseln. Im 360-Grad-Modus stehen uns folgende Aufnahmemodi zur Verfügung. Wir haben den Starlabs-Modus, mit dem wir solche Sternenhimmelaufnahmen machen können. Bei einer Serienaufnahme werden mehrere Fotos schnell hintereinander aufgenommen, damit man den richtigen Moment im Bild hat. Intervallaufnahme nutzt man für spannende Zeitrafferaufnahmen.
Hier werden alle Aufnahmen einzeln gespeichert, aus denen man dann einen Zeitraffer nach seinen eigenen Wünschen bearbeiten kann. HDR-Fotos haben einen höheren Dynamikbereich als normale Fotos. Die Funktion kann man bei kontrastreichen Gegenlichtaufnahmen nutzen. Dann haben wir hier den normalen Foto- und den normalen Videomodus. Und HDR-Videos kann man genauso wie HDR-Fotos bei zu starken Kontrasten im Gegenlicht nutzen. Zeitrafferaufnahmen sind ähnlich wie Intervallaufnahmen, aber hier werden nicht die einzelnen Fotos aufgenommen, sondern ein schon fertiges Zeitraffer-Video. Mit Timeshift-Aufnahmen kann man bewegte Zeitrafferaufnahmen in verschiedenen Geschwindigkeiten darstellen, was zum Beispiel bei einem Sightseeing-Video ganz spannend aussieht. Bullet Time ist dieser am Anfang gezeigte Effekt, wo die Kamera um einen herumfliegt. Und Loop-Aufnahmen kann man zum Beispiel im Auto als Dashcam nutzen. Hier nimmt die Kamera permanent auf und erst wenn was passiert ist, drückt man den Auslöser, sodass erst dann zum Beispiel die letzte Minute auf der Speicherkarte gespeichert wird. So kann man auch bei anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel bei einem Fußballspiel, erst nach einem gefallenen Tor den Auslöser drücken, um so nur die spannendsten Momente auf der Karte zu speichern. Das waren die Aufnahmemodi im 360-Grad-Modus. Im Einzelobjektiv-Modus haben wir keine 360-Grad-Aufnahmen, sondern ganz normale Aufnahmen. Hier können wir zwischen Foto- und Videomodus wechseln. Dann haben wir noch den Ich-Modus, den man für Selfie-Aufnahmen nutzen kann. In diesem Modus zeigt die Kamera auf uns, wenn wir sie an einem Selfie-Stick vor uns halten. Und auch hier haben wir die gerade gezeigte Loop-Aufnahme, um die Kamera zum Beispiel als Dashcam im Auto zu verwenden. Hier rechts können wir uns die Ansicht nach vorne oder nach hinten anzeigen lassen. Und hier in der Mitte gelangen wir in die allgemeinen Kameraeinstellungen. Im 360-Grad-Modus können wir die Auflösung auf 4K oder 5,7K einstellen. Mit der höchsten Auflösung von 5,7K stehen uns Bildwiederholraten von 24, 25 oder 30 FPS zur Verfügung. Und in 4K stehen uns derzeit 30 oder 60 FPS zur Verfügung. Im normalen Einzelobjektivmodus können wir hier oben mit dem Standardsichtfeld ganz normale Aufnahmen in 4K mit bis zu 30 FPS oder in geringerer Auflösung mit bis zu 60 FPS aufnehmen. Diese Aufnahmen im Default Field of View, also im Standardsichtfeld, sind schon in der Kamera stabilisiert und können direkt ohne Bearbeitung von der Speicherkarte genutzt werden. Für die beste Auflösung stelle ich das auf 4K 30 FPS. Hier können wir vom normalen 16:9 Querformat auf das 9:16 Hochformat wechseln, wenn wir zum Beispiel für Instagram oder andere Social Media Anwendung aufnehmen wollen. Und daneben können wir die gewünschte Weitwinkelperspektive einstellen. Da ich die Kamera überwiegend für normale Aufnahmen einsetze, stelle ich das auf linear. Wer aber zum Beispiel sich selbst bei Actionaufnahmen filmen will, braucht dafür ein möglichst weitwinkliges Video und stellt das dann nach seinen Wünschen zum Beispiel auf Action oder Ultraweitwinkel. Diese Aufnahmen kann man, wie gesagt, direkt von der Speicherkarte ohne zusätzliche Bearbeitung nutzen. Mit Field of View Plus können wir Aufnahmen in 1080p oder 2,7K mit bis zu 60 FPS machen. Auch hier können wir im Quer- oder Hochkantformat filmen und auch den Weitwinkel einstellen. Diese Aufnahmen müssen noch mit der Handy-App oder am Rechner mit der kostenlosen Studio-App bearbeitet werden. Das hat den Vorteil, dass in dieser Field of View Plus Einstellung eine 180-Grad-Aufnahme gemacht wird, in der wir mit einer anschließenden Bearbeitung noch den Blickwinkel etwas nach rechts, links, oben oder unten anpassen können. Und wir haben hier die Möglichkeit, den Horizont automatisch mit der Horizontsperre zu begradigen. Dadurch sind also auch solche anfangs gezeigten Kamerakranaufnahmen möglich, die man mit dem Selfie-Stick von ganz unten nach oben macht, ohne dass sich das Video dann zur Seite neigt. Wir haben also mit dem Standard Field of View die Möglichkeit, ein fertiges 4K-Video aufzunehmen und mit dem Field of View Plus die Möglichkeit, Videos in 1080p mit einer anschließenden Bearbeitung noch individueller zu gestalten. Für meine Anwendung werde ich allerdings für normale Aufnahmen das Standard-Sichtfeld in 4K 30 FPS nutzen und alle anderen Aufnahmen mache ich in 360 Grad, die ich dann noch freier bearbeiten kann. Wie das geht, zeige ich gleich draußen, aber wir haben noch weitere Menüeinstellungen. Wenn wir von links nach rechts wischen, gelangen wir zu unseren bisherigen Aufnahmen, die wir uns mit dem großen Display anschauen können. Und wenn wir von rechts nach links wischen, gelangen wir zu den Kameraeinstellungen, die wir entweder automatisch oder manuell einstellen können. Hier können wir im Automatikmodus das Farbprofil auf Standard für normale Aufnahmen einstellen. Log ist ein flacheres Farbprofil, das wir nutzen können, wenn wir die Aufnahmen noch nachbearbeiten wollen. Und Lebhaft macht die Aufnahmen etwas lebhaft bunter. Das ist Geschmackssache, ich lasse das auf Standard. Hier können wir den Weißabgleich und die automatische Belichtung anpassen. Und im 360-Grad-Modus können wir hier die Belichtung entweder für beide Kameralinsen zusammen oder auch getrennt berechnen lassen. Und im manuellen Kameramodus können wir zusätzlich noch die Verschlusszeit und die ISO anpassen. Und wenn wir von oben runterwischen, gelangen wir in die Allgemeineinstellungen.
Hier können wir die Signaltöne und die Kontrollleuchte, also die Status-LED, ein- oder ausschalten. Hier können wir die Sprachsteuerung aktivieren und hier das schon erwähnte Quick Capture, um die Aufnahmen beim Einschalten der Kamera automatisch zu starten. Hier haben wir die Bildschirmsperre, die wir einschalten können, um bei Actionaufnahmen nichts aus Versehen zu verstellen. Hier können wir die Display-Helligkeit anpassen. Hier könnte man AirPod-Kopfhörer oder andere Bluetooth-Geräte verbinden. Und hier können wir den internen Ton anpassen. Darunter sind weitere Einstellungen und Informationen. Hier haben wir die Kamera-Info, USB, Bluetooth und Sprachsteuerungseinstellungen. Anti-Flicker können wir auf automatisch oder 50 oder 60 Hertz stellen, wenn unsere Aufnahmen bei Kunstlicht mal flackern sollten. Die Videobitrate stelle ich für die beste Qualität immer auf hoch. Und die Videoschärfe stelle ich auf Mittel, damit die Aufnahmen nicht künstlich überschärft aussehen. Hier können wir die Lautstärke eines extern angeschlossenen Mikrofons einstellen. Hier können wir einstellen, ob und wann sich das Display oder die Kamera automatisch ausschaltet. Hier können wir die Menüsprache einstellen, die SD-Karte formatieren, eine Gyro-Kalibrierung durchführen, falls die Kamera mal nicht gerade ausgerichtet ist. Und hier können wir alles wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Das waren jetzt alle Funktionen und Einstellungen der X3-Kamera in aller Kürze zusammengefasst. Jetzt geht's nach draußen, wo ich zeige, was man mit dieser Kamera alles Schönes anstellen kann. Raus geht's! Zuerst gehe ich mal auf die Neuerung der X3 gegenüber der X2-Kamera ein. Das große 2,3 Zoll Touch-Display fällt einem natürlich zuallererst auf. Die X3 hat jetzt aber auch einen größeren 1/2-Zoll-Sensor für detailreichere Fotos und Videos. Damit kann die X3 jetzt im Einzelobjektivmodus richtig schöne, stabilisierte 4K-Aufnahmen machen. Ich stelle die Kamera also auf 4K 30fps im Einzelobjektivmodus. Für noch stabilere Aufnahmen schraube ich den Selfie-Stick an und bewege mich mit leicht angewinkelten Beinen im sogenannten Ninja-Walk vorwärts. Und so gelingen einem jetzt Aufnahmen, die aussehen, als hätte man ein teures Kameragimbal-System eingesetzt. Man kann diese Kamera jetzt also wunderbar als ganz normale, stabilisierte Kamera nutzen. Außerdem hat sie jetzt diesen sogenannten Ich-Modus, mit dem wir die Kamera am Selfie-Stick nach vorne halten können und so ganz einfach Selfie-Aufnahmen von uns selbst machen können. Noch interessanter sieht das dann mit dem optionalen Kamera-Hüftgurt aus. Damit sind richtig kreative Aufnahmen möglich, zum Beispiel beim Fahrradfahren und im Prinzip auch bei fast allen Sport- oder Action-Aktivitäten. Ja, sieht ein bisschen eigenartig aus, ich weiß. Wie mein Töchterchen schon sagte, ein Eichhörnchen. Und wer das noch stabiler haben will, nutzt ein solches Schulterrücksystem, das man am besten unter seiner Jacke versteckt. Solche Aufnahmen sehen dann richtig spektakulär aus, vor allem wenn man das dann im 360-Grad-Modus macht. Wie das geht, zeige ich gleich. Den Bullet-Time-Effekt kann man jetzt in 4K mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Dazu brauchen wir nur die Kamera zum Beispiel mit der Bullet-Time-Schnur um uns herum wedeln. Zugegebenermaßen sieht es bei Neo im Film Matrix etwas eleganter aus. Mit dem Insta360 Bullet Time Stick hätte ich das natürlich genauso gut hinbekommen. Macht aber immer wieder Spaß. Dann gibt es noch einen 8K Timelapse Modus. Einfach die Kamera an einem interessanten Ort aufstellen, den Timelapse Modus aktivieren, dann zum Beispiel auf 8K 30fps mit einem Intervall von 4 Sekunden stellen, den Auslöser drücken und mindestens 30 Minuten warten. Die kreativsten Aufnahmen gelingen aber nach wie vor im 360-Grad-Modus, bei dem die Kamera in 5,7K alles um sich herum aufnimmt. Der Selfie-Stick verschwindet ganz automatisch hier in diesem Stitching-Punkt und so sind richtig spannende Kameraperspektiven möglich. Da ja hier die Kamera in alle Richtungen filmt, braucht man sich während der Aufnahme nicht um die Blickrichtung zu kümmern, sondern kann sich ganz entspannt auf die Kamerabewegung konzentrieren. Jetzt öffne ich am Handy die Insta360-App, verbinde die Kamera. Dann geht man hier unten auf Album, dann wähle ich die gerade gemachte Aufnahme aus und lade sie hier von der Kamera in die App. Normale Aufnahmen wären quadratisch und die 360-Grad-Aufnahmen werden als Kreis dargestellt. Ich wähle die gerade gemachte Aufnahme aus. Hier könnte man jetzt noch einiges einstellen, was ich aber normalerweise nicht brauche. Ich stelle hier nur das 16:9 Querformat ein, drücke hier unten auf das Plus-Symbol, dann stelle ich hier noch den gewünschten linearen Bildbereich ein
und tippe auf Viewfinder. Jetzt kommt der schönste und wichtigste Teil des Ganzen, denn jetzt können wir aus diesem 360 Grad Rundumblick in die Richtung schwenken, die wir letztendlich final aufnehmen wollen. Ich schwenke also das Handy auf das gewünschte Objekt, in dem Fall ist es wieder die trauernde Frau, und sobald ich jetzt den Finger auf dem roten Knopf gedrückt halte, wird das Video im ganz normalen 16:9 Format aufgenommen. Jetzt muss man also mit der Bewegung des Handys das Objekt in der Mitte halten und den roten Knopf kann man jetzt noch nach rechts schieben, um etwas weitwinkliger zu werden, oder nach links schieben, um ins Video rein zu zoomen. So kann man dann zum Beispiel solche Tiny Planet Aufnahmen machen, die wollte ich aber unterdessen eher sparsam einsetzen. Ich nutze ja die Aufnahmen meistens mit einem normalen Bildausschnitt und zu sehr sollte man auch nicht ins Video reinzoomen, da man sonst durch den digitalen Zoom an Qualität verliert. Wenn einem das gelungen ist, drücken wir unten rechts auf das Häkchen und oben rechts auf Export, um das fertige Video im Handyalbum zu speichern. Ja, so gelingen die Aufnahmen am einfachsten, allerdings hat man bei der Bearbeitung am Handy leider keine 5,7K Auflösung in 360 Grad, sondern nur eine 4K Auflösung. Die volle 5,7K Auflösung gibt's nur am Rechner mit der kostenlosen Studio Software. Das nur als kleiner Hinweis. Noch spektakulärer sehen solche Aufnahmen mit einem verlängerten 3 Meter Selfie Stick aus. Ich habe hier zwei verschiedene. Der eine ist etwas praktischer und stabiler, ist aber auch etwas breiter, sodass er in der Hand nicht ganz unsichtbar wird. Und der andere ist schmaler, wird komplett unsichtbar, zumindest bis zu einer Länge von ca. 2 Metern. Wenn der ganz ausgefahren ist, sieht man den dann auch etwas in der Hand. Aber meistens will man ja vielleicht gar nicht sich selbst filmen, sondern solche spektakulären Kamerakranen oder geschummelten Drohnenshots machen. Gerade an Orten, wo man nicht mal schnell einen Kamerakran aufbauen kann oder mit einer Drohne fliegen darf, kann man damit jetzt trotzdem richtig spannende Aufnahmen machen. Außerdem hat sie wieder viele spannende Effekte eingebaut. Die meisten davon kennen wir ja schon aus meinen letzten Insta360 Videos, die verlinke ich nochmal am Ende. Und es gibt auch ein paar neue Effekte, wie zum Beispiel den Streetlapse, wo man selbst in normaler Geschwindigkeit zu sehen ist, während der Hintergrund als Zeitraffer abgespielt wird. Dann gibt's den Skyswap, bei dem der Himmel ausgetauscht werden kann. Und es gibt einen lustigen Nose Mode mit riesengroßer Nase. Ich werde diese Effekte bald mal testen und entweder hier oder auf Instagram als Shorts, Reels oder Stories hochladen. Das vielleicht wichtigste, und zwar der Preis, kommt diesmal leider erst zum Schluss, da ich den auch gerade erst erfahren habe. Und zwar kostet die Insta360 X3 540 Euro. Das finde ich ist ein fairer Preis, denn damit kostet sie kaum mehr als das Vorgängermodell. Es gibt auch verschiedene Bundle mit Zubehör, den Link findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Demnächst geht's hier natürlich mit Drohnenvideos weiter, und zwar zur Mini 3 und zur Avatar. Wenn euch dieser Film gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, macht's gut, bye bye.